Soll ich euch mal ein Geheimnis erzählen? Muss jetzt einfach sagen, ich war schon immer kacke. Und da ich jetzt auf YouTube bin und Videos produziere, bin ich an sich auch eine YouTube-Kacke. Ne? Ja, tolle Story. Ne? Kriegst ein Like in Facebook. Danke. Was für ein Scheiß, lieber Heide. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Guten Tag. Ich bin Alfred. Das ist aber. Also, ne? Das ist aber holla die Waldfee. Das ist ein Kleiderbügel. Alfred? Das ist ein Kleiderbügel. Kommt von wo? Aus Stuttgart. Das ist eine Waffe. Was für ein Scheißstadt. Ja. Alfred, du Spast. Ja. Ui. Jui. Ja. Ein sehr schönes Spielzeug. Ich würde mal sagen, da könnte ein Gesäß drin gewesen sein, ne? Ja, mach doch einfach mal. Außerordentlich. Auf. Wo hast du denn her? Von dem berühmten Goldschmied Maurice Sis. Tolle Sache. Ja. Heide. Ja, bitte. Ja. 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 Heide. Also, ich glaube auch, nee, da hat jemand reingefurzt. Also, ich würde sowas nie kaufen. Ich würde, wirklich, also, ich würde sowas nie kaufen, weil man weiß nie, wie die damals getickt haben. Man weiß es einfach nicht. Vielleicht hat derjenige, der das produziert hat, vielleicht irgendwie reingeschissen und keine Ahnung, dann kommt dann eine Tonspur April. Also sowas würde ich nee. Ja, ja, ja. Heide. Ja, bitte. Danke, ja, bitte. Es handelt sich hier um einen Analplug des 19. Jahrhunderts mit einem Stöpsel und der Schatz, wir haben das Ding wieder gefunden. Ah. Der Stöpsel ist auch zum Glück noch ein Stöpsel. Ja, ist gut. Und das Ganze ist nicht aus Glas. Ist nicht zu verkaufen. Nicht aus Kristallglas, sondern aus Bergkristallglas. Tolle Sache. Ganz genau, eine Bergkristallglas. Haben wir aus dem Berg rausgeschlagen. Ja, nicht nur in die Scheide, sondern vielmehr in den Anus. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, das Präsent eines jeden Mannes 24, an eine 7. Frau, mit der er sein ganzes Leben lang scheißen möchte. Oha. Es ist, würde ich meinen, legendär. Scheiß ja gut, da könnte man aber jetzt auch die Filmreihe. Klar, man kann das so ein Teil kaufen, ne? Aber bedenkt es nochmal, was Ehe für euch Männer bedeutet, ne? Also, ihr glaubt mal, ihr geht früher ins Grab als eure Frau, ne? Passt da auf, das ist eine Trepp. Macht das nicht, das ist eine Trepp. Unterschreibt niemals die Ehe oder geht niemals eine Ehe ein, bevor ihr euch vorher 50.000 Mal abgesichert habt. Die wollen an mein Geld. Ich hab keins, aber die wollen an mein Geld. Hier oben Ehe. Sache. Ja. Ja. Ja, es wurde beauftragt bei niemand anderes als François Désiré François Maurice. Und hier steht es in diesem kleinen Etui. Und von daher haben wir wirklich ein ausgezeichnetes Prachtexemplar. Dafür Danke. Würde ich die Mafia schlagen. Außerordentlich. Alfred, bevor wir jetzt die bezaubernde Heide flach legen, frage ich, was du haben möchtest. Also, 4.000 Euro. Handelst runter. Euro, Alfred, du bist ein Spaß. Ja. Weil ist es mich? Das würde ich noch gerne ja. wissen, bevor du den wisst ihr, das ist Ehrlichkeit. Einfach mal Ja sagen. Ne? Würdig. Bist du ein Spaß? Ja, bin ich. Und? Ja, das muss man wirklich sagen. Außerordentlich. Heide, ich sag den Preis. Nein. Welche Summe wohl zu Sass kommt? Alfreds Wunschrichten ist aufgrund der Expertise deutlich gestiegen. Schwierig. Alles nur schwierig. Ach, jetzt will der Ach. Der konnte gerade mal. Du willst mich doch verarschen. Hier draußen. Okay, da hat er auch schon. Ah, die Turm mit dem Stock. Ja, ja. Ich kenne die selber. Ich war letztes Mal beim Pfandleihhaus und wollte meinen Frau schon abgeben. Habe ich auch gesagt, hole ich vielleicht ab, aber. Denk mal, eher weniger, eher nicht. Und das wollten die nicht machen. Die haben gesagt, nee, wir nehmen keine Menschen an. Und da habe ich gesagt, ich habe aber einen Stock. So, und ich brauche gerade für mich Essen, einen Döner. Mir geht's gerade ganz schlecht. Und da hat er dann Auge zugekniffen. Ne? Das ist ein Trick von mir. Ne? Mit einem Stock kommst du überall durch. Zur Not kannst du das Ding mal über Nischel ziehen. Ne? Perfekt. Ich gehe nie wieder ohne Spott aus dem Haus. Nie wieder. Guten Tag, hallo. Wunderschön. Guten Tag, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag. Sie haben uns was mitgebracht. Ja. Was Kleines. Ja. Was Feines. Ja. Wir sind gespannt. Ja. Oh. Also fünfstellig sollte man, glaube ich, schon werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde da auch erstmal lachen bei seinen Preisen. Also ich vermisse das. Ich kann euch auch sagen, wieso, weil es gibt Menschen, die haben noch nie was von einer Zahnbürste gehört. Noch nie. Noch nie im ganzen Leben. Oder von Zahnpasta. Und da bin ich schon relativ froh gewesen. Es waren alles Vorteile zu Corona-Zeiten. Alles Vorteile. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ganz konkret. Schlägt Lisa 10 Euro zu Pflaster ein? Dann treffen wir uns, ja? Gut. Klasse. Super, super. So, wunderbar, dann komme ich. Ja. Alfred ist schlecht. Dann sind das 5, 1, 5, 2, 5, 4. Könnt ihr nochmal neu zählen? 1, 5, 3. Ich wusste gar nicht, dass die Scheine existieren, aber okay, da ist eine 500 drauf. Nee. Also mit sowas habe ich nichts am Hut, ne? Gar nichts. Noch nie sowas gesehen, ne? Und 6.000 und... Ah, okay. 100er Scheine gibt's auch. 2 und 1. Vielen Dank. Ja. Viel Erfolg damit. Tschüss. Wiedersehen. Toll. Wiedersehen. Toll. Also, nee, wusste ich nicht. Also, ich dachte immer, ab 20 Euro Scheine gibt's keine Scheine mehr, sondern ja, muss man sich aufzeichnen. Ich wusste nicht, dass es 50, 100er und 500er gibt. Finde ich toll, super. Würde ich auch gerne mal in der Hand halten wollen, aber ne, da ist, ne, vorbei. Ist vorbei. Ne, aber ich hätte die Schatulle gerne wieder, weil, wie schon gesagt, wir haben sie halt für private Dinge benutzt. War auch immer sehr bequem auf Arbeit. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an, lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wortschein da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.